Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition. Beim letzten Mal haben wir endgültig in Erfahrung gebracht, wer der wahre Mörder ist. Und zwar war es scheinbar George, der Thomas nur ein bisschen ausgenutzt hat. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir dann heute schon zum Ende kommen. Wie gesagt, war kein langes Spiel, dadurch, dass wir nur die Hauptstory gemacht haben und ich auch da vieles rausgeschnitten habe. Also, ja, ging das natürlich recht schnell. Habe ich auch vorher schon angekündigt. So 10 bis 20 Folgen, ja, war jetzt eher auf der 10er-Seite als auf der 20er-Seite, aber trotzdem, ich konnte es halt vorher nicht so genau einschätzen. Na gut. Aber kann auch sein, dass es heute noch gar nicht fertig wird. Ich weiß nicht, wie viel genau noch kommt, nur ich weiß, dass wir uns jetzt gerade Richtung Ende aufmachen. Und da sehen wir auch schon den Mörder, der uns immer noch so dargestellt wird, obwohl wir eigentlich schon wissen, wer es ist. Aber hey. Schauen wir mal, denn das kann ich gerade tun als einziges. Wofür war das jetzt gerade? Was sollte das? Was ist diese orangene... Lilane Pfeil! Ich kann keine Farben, habe ich schon mal gesagt. Ich weiß es nicht. Wir werden es auch nicht mehr erfahren, glaube ich. Vielleicht war das eine Sidequest. Irgendeine. Ich weiß nicht, ich habe keine Sidequest eigentlich angefangen, aber vielleicht habe ich eine aus Versehen oder so gestartet, ohne es mitzubekommen. Keine Ahnung. Ja, ist keine Überraschung, dass hier eine Zombie-Welt ist, weil wir waren hier gerade noch drin und da waren ja auch schon Zombies und so, also... Eigentlich reicht mir das auch, ne? Ich brauche nicht noch mehr davon. Das war wirklich schlimm beim letzten Mal. Wirklich schlimm beim letzten Mal. So, Zack. I'm thinking of asking Emily out for dinner once this is over. Schön, mach das. Nothing too fancy. Just somewhere where we can relax. You know what? Nick's Diner might be a good idea. Ja. I think I owe him a nice big tip, too. Großartige Idee. Ich find's auch schön, wie ich mittlerweile einfach als Zack spreche, weil ich finde, das passt ganz gut. Ich meine, ich bin ja quasi die Stimme in seinem Kopf, die ihn steuert und kontrolliert und so und keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es ein Meta-Twist sein soll übrigens, aber ich mag solche Meta-Twists, deswegen tue ich jetzt einfach mal so, als wäre es einer und deswegen spreche ich hin und wieder gerne ein bisschen in Zacks Rolle für ihn. Das funktioniert ganz gut. Ich weiß nicht, was Zack für eine Persönlichkeit hat, ne, aber... Ah, das hat meine Persönlichkeit. Was jetzt, hä? B? Soll ich B drücken? Oder willst du noch lachen? Ach, halt. Hallo? Okay, gehst du einfach so weg? Okay, ich muss nicht mit dem Ausweichen oder so. Das hast du auch keinen Bock mehr drauf, kann ich verstehen. Ich geh nur hinterher. Ja, ich will da durch. Hallo? Wo bist du? Bist du hier? Wie ist das nur möglich? Hier ist doch gar kein Ausgang. Keks von Thomas. Ja, lege ich in den Kasten. Schön. Das ist auch ein bisschen Environmental Storytelling, ne? Hier. Ein kaputter PC, eine umgefallene Tasse und ein Keks von Thomas. Das Schicksal kann manchmal so grausam sein, ja. Der arme Thomas. Ach man, wäre doch lieber Bäcker geworden. Oder Busfahrer. Busfahrer. Ich finde, Thomas ist so ein bisschen so ein Busfahrername. Ja. Frag mich nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das so an. Denk jetzt nur ans Weiterkommen. Ja, ich denke nur ans Weiterkommen. Worum soll ich sonst denken? Ausweichen. Achso, soll ich zu ihm kommen? Ich soll an ihm vorbeirennen? Oh Gott, das ist ja mal... Das war was Neues. Das war was Neues hier. Hallo? Was machst du? Hab ich hier schon gewonnen? War das der Kampf? Also der Kampf in Anführungszeichen. Schön. Aber natürlich, ja, es kommt natürlich auch bald noch ein Bosskampf mit ihm tatsächlich. Nehme ich euch jetzt schon mal weg. Der gegen Thomas war nicht der einzige Bosskampf zumindest. Auch wenn ich das interessant gefunden hätte, wenn es im ganzen Spiel nur einen Bosskampf gegeben hätte. Aber nein, es gibt zumindest zwei tatsächlich. Unfassbar. Oh Gott. Ich finde es interessant, dass ich gar nicht in den grünen Kreis reinrennen muss. Ich meine, das wäre immerhin ein bisschen eine Herausforderung gewesen, aber okay. Er würde halt keinen Sinn ergeben, wenn er dann noch vor mir wegrennt, wieder, wenn ich hinter ihm stehe und so, aber. Naja. Der Endkampf gegen ihn ist nah. Okay, ich weiß, ich hab's gerade schon gespoilert. Ich hab's gerade wirklich schon gespoilert, dass es bald kommt. Also, ich wusste nicht, dass es bald kommt, aber ich wusste, dass es noch kommt. Gut, das könnt ihr euch vielleicht auch denken. Ich gebe es zu. Ist keine so krasse Vorausdeutung, aber. Zu, ich brauche einen Schlüssel. Sag mich das jetzt irgendwo hier drin, in irgendeinem von diesen Wandschränken, die ich ausfahren kann.
die zu durchsuchen, habe ich nämlich echt keinen Bock. Das dauert nämlich ziemlich lange. Vor allem, weil hier für gefühlt nichts drin ist. Okay, ich baue noch eine Tür, ne? Ja, da kann ich noch durch. Okay, vielleicht ist hier irgendwo noch irgendwas. Sind hier Wandkrabbler? Hier sind noch Wandkrabbler. Hier sind noch Wandkrabbler! Nee. Ach nee. Wenn da gleich was aus der Wand rauskrabbelt, bin ich angepisst. Okay, da ist nichts aus der Wand rausgekrabbelt gekommen. Ich beschwöre mich gar nicht. Ich habe nichts gesagt. Da ist ein Schlüssel. Und hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Okay. Oh, das ist das südliche Gleithörnchen. Oh, 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 das ist sehr subtiles Storytelling. Ha, der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Alles ist wieder wie am Anfang. Als wäre gar nichts passiert, gar nichts Schlimmes. Aber eigentlich hat sich alles verändert. Eigentlich ist nichts mehr, wie es mal war. Ich meine, wir haben uns am Anfang zu viert zusammengetan, um diesen Fall zu lösen. Und ja, einer davon war der tatsächliche Mörder, einer davon war ein Komplize. Also, ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht. Das ist einfach mittlerweile alles im Arsch. Es wird niemals mehr werden, wie es mal war. Thomas ist ja schon tot. George, ja. Ich hab's gesagt, fickt euch alle. Ja, egal, wir sehen uns bei der Tür. Und kämpfen dann gegen George und nicht gegen diesen fucking Wandkrabbler. Ich hab da gerade keinen Nerv mehr drauf. Ich hatte da noch nie Nerv drauf, eigentlich auf diesen Wandkrabbler. Die Musik ändert sich. Was ist das denn hier? Ja, ich habe keine Heilung mehr. Meine Leben sind fast zur Hälfte leer. Bosskampf kann kommen. Ich denke mal, der Bosskampf kommt jetzt. Also das ist eine Behauptung jedenfalls einfach mal. Ich schieße da eben ein paar Sachen kaputt. Und hoffe, dass ich irgendwo, ja, nicht sowas finde, sondern eher so Heilung und so, ne? Schaufel, ja, nett. Vielleicht würde ich gerne noch mein Schwert kaputt schlagen. Darf ich? Weil dann nehme ich die Schaufel einfach mit. Komm schon. Weg mit dir, danke. Das war's mit meinem geliebten Katana. Das war eine schöne Waffe. Also, kann ich ja nicht anders sagen. War eine nette Waffe. Hat mir gefallen, hatte ich Spaß mit auf jeden Fall. Solange ich sie es verwenden konnte. Ja. Oh, ich hätte auch die Kisten damit kaputt schlagen können eben, ne? Naja, gut. Dafür habe ich ja meine Schrotflinte. Noch genug Schuss. Sag ich jetzt einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Schuss sie noch hat. Ja, jedenfalls ist da keine Ahnung drin. Ich bin ein bisschen deprimiert gerade, was das angeht. Oh, da ist auch ein Eispickel. Ja, ein Eispickel. Definitiv ist das ein Eispickel. Oh boy, ja, ich glaube, ich sollte mich einfach darauf gefasst machen, dass ich keine Heilung mehr finde. Ja, ich gebe auf. Wenn jetzt Heilung drin war, das werde ich niemals erfahren, zum Glück. Zum Glück. Ja, hier ist auch nichts. Na gut. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich nicht. Ich wirklich nicht. Okay, ich kann mir halt nichts kaufen, was ich haben will, ne? Weil man wusste, dass er hier... Oder ist hier noch ein Truthahn-Sandwich? Ich will nichts essen. Ich habe doch keinen Hunger. Ich habe nie Hunger. So. Aha. Verbandskasten. Hier ist ein Verbandskasten drin. Objekt rausnehmen. Ja, immerhin ein kleiner. Stimmt, den habe ich aber mitgenommen. Hahaha. Ja, das ist toll. Panda-Bär verkauft auch keine Verbandskasten aus irgendeinem Grund, ne? Der verkauft Lutscher, der verkauft Leuchtsignale, aber keine Verbandskisten, ne? Okay, wäre vielleicht auch zu simpel, wenn man sich halt damit einfach zu kaufen könnte. Klar. Kann ich davon noch einkaufen, oder? Okay, ne, kann ich nicht mehr tragen, schade. Ja, dann hätte ich mir jetzt nämlich sonst als gekauft statt dem blöden Dings, dem blöden anderen Dings da. Der Schaufel, genau. Aber ich bin jetzt zu faul, das wieder rauszunehmen alles und ich speichere jetzt einfach hier. Wir haben uns einfach gefasst darauf, dass es jetzt ganz, ganz, ganz schlimm wird gleich alles. Und ja, dann ist das halt so. Das ist dann halt einfach so. Der Umhang fällt. Und da haben wir unser Symbol. Welcome to Greenvale. Agent Francis York. Sein Outfit, da fragen wir übrigens nicht an dieser Stelle. I finally got to see the real Greenvale. I knew you country folk were shy.
took you long enough to show me who you really are. Your work. This is a wonderful and powerful town. Especially when it is raining. I always get depressed when it rains. Especially in this town. This town has two great treasures. Do you know what they are, York? Those seeds are one of them. But I don't think they deserve to be called a treasure. An ordinary man could never appreciate their true value. But you'll agree with my selection on the second treasure, anyway. I don't disagree with treasure number two. Emily sparkles like a precious gem. This town changed since she came here. The goddess from the city gave us the fruit of knowledge and gave us sin. When I first saw her, I realized I was such a fool. A fool for being satisfied by the petty girls from this countryside town. George, I agree you were a fool, and you are a fool, even now. Shut it, York! You're the fool here. Becky, Diane, and Carol. They all died right in front of you. You couldn't save even one of them. Not even one. You're the worthless fool here, and that's what proves it. But me, unlike you, I am strong. I have power. My mother taught me the strong, who can overpower others, is always correct and right. My mother stepped on my face with her stiletto heels because she had power. And when her heel pierced my cheek, I learned to respect her. Since then, I obtained power of my own and found my own disciples. I became divine. All I need now is that goddess of fate and grab her with my hands. I want Emily in her stiletto heels. You're out of your mind. The goddess won't smile for you anymore, George. York, have you ever shot down a deer? Oh, it's so different from shooting a man. Deer hunting is great. They can be erotic creatures. Those black eyes, firm hips, slender legs. Hunting is a sign of power, especially deer hunting. Did you know, York? From time to time, there's a family of deer that comes down to the graveyard. I shot them full of bullets, and they still remain standing. First, I thought they were zombies, but when I snuck up on one and cut its stomach out, I found the truth. The red seeds. Those seeds made those deer invincible. George, no Olympics for you. You'll fail the doping test. You'd be good food for wild animals, though. Shut your crap, York. I have these seeds because I chose them. They came to me, and that proves my divinity. Appetit! Appetit! Ich finde es auch so geil, wie er einfach so vor sich hin redet und das Einzige, was York darauf antwortet, sind irgendwelche dummen Witze darüber, was er sagt. Nehmen wir es ja auch alles genauso wenig ernst, wie man es ernst nehmen sollte, glaube ich. Denn er ist halt gerade wirklich ein sehr, sehr generischer Antagonist. Ich meine, guckt ihn euch an! Das ist so ein unfassbarer Stilbruch mit allem, was bisher in diesem Spiel kam. Aber warum auch nicht, ne? Ich meine, die Zombies haben ja schon nicht reingepasst, aber kommt schon, This is the mark my mother gave me. Proof of power. The red tree. The red tree? You've got that all wrong, George. That's the mark of child abuse. Das ist so geil gerade. Ich liebe es, also ich meine, ich mag ihn immer wirklich gerne mittlerweile, aber...
Er nimmt einfach nichts ernst, was er sagt. Das ist so geil. That's no use, York. Carol's death gave me eternal strength. It's surging through my body. I can no longer be killed. York, aren't you honored? You'll be the first to congratulate me for my new powers. Da bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwie gegen ankommen kann. Also wirklich jetzt, im Ernst jetzt. Holy shit. Mhm, findest du? Also ich finde immer ganz gut Schaden direkt hier. Ja, hab ich direkt am Boden geworfen. Okay, wir können Schaden nochmal. Upsala. Das ist nochmal ein richtiger Bosskampf hier. Naja, crush you, am Arsch, crush you. Ich kann jetzt sowieso immer nur einmal treffen, das heißt, Schrotflinte ist auf jeden Fall schon mal die richtige Wahl für diesen Kampf und nicht irgendeine schnelle Waffe. Schon. Gott, zielen ist nicht leicht, okay, zielen ist wirklich leicht. Gut, dass ich damit nicht so gut zählen muss. So, nachladen erstmal wieder. Ich glaube, dass du noch mehr drauf hast. Wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn nicht, ne? Komm schon. Ja, jetzt gründet er noch auf mich zu. Oh nein. Noch was? Oder war es das jetzt schon, hä? Ja, sprint noch ein bisschen, du ruhig. Oh, da hinten sprintet er hin. Okay, soweit kann ich nicht schießen. Das ist ein Nahkampf. Das ist ein Nahkampf, ich gebe es zu. Ich meine, allgemein sind Trumpflinten jetzt nicht für den Fernkampf gedacht, aber hätte ich ja wohl noch trotzdem irgendwas treffen sollen, oder? So ein bisschen Schaden. Finde ich jetzt. Aber Nahkampfflinte, entschuldigt das ein bisschen. Na gut, da muss ich auf jeden Fall immer nah dran gehen. Ich kann natürlich auch die Magnum verwenden dafür. Ja, machen wir das mal. Wobei ich damit natürlich jetzt noch besser zielen muss insgesamt. Also ein bisschen genauer zielen. Aber dann kann ich halt von einer größeren Distanz aus treffen. Also, weiß ich nicht, was sinnvoller ist. Was auch mehr Schaden macht, bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich glaube, die Magnum macht tatsächlich mehr Schaden angeblich. Also laut der Beschreibung jedenfalls. Wenn ich da vertrauen darf, einfach so. Kannst du mal bitte aufhören, einfach... Ja, crush you, ich weiß, aber... Kannst du mal bitte aufhören, da rumzustehen? Man kann nicht so doll Schaden machen. Okay, jetzt blockt er. Aber als er nicht geblockt hat, hätte ich auch so Schaden machen können vielleicht. Also es wirkt halt so, als wäre das seine Schwachstelle und das ist das Einzige, was ich treffen kann. Ja, ich bin wirklich zu langsam, jetzt langsam. Also, ja, ich bin langsam zu langsam. Oh, jetzt darf ich. Fuck, darf ich noch nicht mehr. Ach, komm schon. Das ist doch kacke. So wirklich kacke. Oder warte mal, war das jetzt schon? Kann es sein, dass ich... Okay. Ich habe in Erinnerung, dass man irgendwas zurückschießen muss. Muss ich jetzt extra schon zurückschießen? War das wirklich jetzt schon so? Oder kam das nicht später irgendwann? Weil es kommt irgendwie doof vor, die... Ja, fuck, ich muss ausweichen. Tut mir leid. Ich werde jetzt komplett auf. Ich sollte mal draufschießen, aber eigentlich kann ich keine Chance, um zu treffen. Ja, das war der Modus, in dem ich drin war. Genau der. Ich probiere es mal eben aus. Das kommt mir ziemlich dem nicht vor, aber... Ich habe in Erinnerung, dass man auf irgendwas schießen muss, was er auf einen wirft, schießt oder was auch immer. Das ist halt extra echt voll doof vorkommt. Echt doof. Komm, drauf da. Schön. Okay, das macht auf jeden Fall mehr Schaden als die Schrotflinte normal. Dann hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich schon besiegt, wenn ich das am Anfang verwendet hätte. Dann kommt das mit den Äxten wahrscheinlich erst später. Oder mit halt nicht den Äxten, sondern mit irgendwas anderem, was ich zurückschießen, werfen oder was auch immer muss. Genau. Komm schon, sprint doch mal irgendwo hin oder so. Und werf nicht einfach nur vor allem. Ja, das macht wirklich gar keinen Schaden, okay. Auch wenn er nicht blockt. Mal getestet zu haben, zumindest jetzt kurz vor Ende, ne? Hast du schwach? Ich bin absolut stark. Versprochen. Das ist halt wirklich auch was. Ich glaube, ein Treffer könnte mich schon umbringen. Was sehr, sehr traurig ist. Aber so wird der Bosskampf immer richtig spannend, ne? Juhu. Das hätte ich unbedingt Spannung nötig in diesem Spiel. Hätte ich absolut Spannung nötig. So, jetzt aber. Bam, schön. Und nachladen. Aber da kommt noch was. Das habe ich euch jetzt vielleicht weggenommen, ne? Da kommt noch ein bisschen was. Getting Anna and Becky involved was all too easy. Carol and Thomas built a secret club for me.
All we had to do was tell them about it, and they were giddy to join us immediately. That's where I used the seeds on Anna and Becky. Amazing results, let me tell you. They went berserk, like cats in heat. Anna, especially, enjoyed the seeds. So I made my decision. She would be the first sacrifice for my immortality. Sie haben die Samen beide schon länger gefressen. George, your poetic prose is a bit confusing. Let me reword this so it makes sense. You chose Anna as your first victim, so you could be a first-degree murderer. And you framed Thomas so it looked like he did it. You saw him, didn't you? All made up. The poor fellow. He knew that he was only being treated as a substitute for Emily. He knew that. And Carol knew too. But they played along with your sick games. Oh my, you're making me cry. He's the one who told me about the Raincoat Killer. About how to become divine, too. He didn't believe any of it, but when he told me, it all made sense. Why was I born in such a run-down dump? Why did my mother beat me every day? Why didn't Emily want me? All these things were just preparing me for something more. Ultimate power! Ah! Dann zeig mal deine ultimative Macht, du. Ja, mach da wirklich, mach da jetzt wirklich. Und das war noch nicht das Ende so der Transformation. Oh, die Musik macht auch direkt mit. Damit kann ich das auch gleich viel ernster nehmen hier alles. Ich finde, das sah vorher ja noch nicht absurd genug aus, ne? Ja. With an imagination like that, you belong in the zoo. Hollywood Zoo. Aber jetzt will ich Emily wirklich endgültig nicht mehr haben. Allein auch optisch, ne? Also, genau, das war ja jetzt auch nicht, ne? Meiner Meinung nach, ne? Aber, ja, war doch okay und Geschmackssache und so, aber jetzt, Ich weiß doch. Ja, ich glaube, jetzt muss ich die doch zurückschießen, auch wenn es immer noch keinen Sinn ergibt, aber hey. Ich erinnere mich an irgendwas. Oh Gott, das macht er auch noch. Was? Fuck. Ich weiß, weiche aus. Ich bin nicht ausgewichen. Ich hoffe, es gab einen Speicherpunkt bei der zweiten Phase. Also wenn nicht, dann wäre das blöd. Aber wäre wirklich jetzt blöd, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt noch wieder die Schrotflinte dafür, aber dann muss ich nicht so genau zielen, das kann ich mal springen natürlich. Gott, warum sind das mehrere Cutscenes? So, wirf mal irgendwas, komm! Ja, glaube ich dir. Ey, kann ich jetzt. Okay, das war. Hätte ich direkt machen können vielleicht. So, jetzt. Bam! Okay. Also, ich kann es nur aufhalten? Ich dachte, ich muss das zurückschießen, wirklich. Ich glaube, aber dann hängt es immer noch zusammen. Ich wusste nicht, womit sonst. So, so kann ich ihn treffen dann direkt auch. Okay. Irgendwie. Ja, ich hinterfrage es nicht weiter unbedingt. Hoppsala. Komm schon, noch was. Ich weiß nicht, wann genau ich ihn treffe und wann nicht, oder. Hä? Wir haben ihn jetzt einmal Schaden gemacht, ich verstehe es nicht. Jetzt springt der wahrscheinlich gleich wieder. Oder? Ja, genau. Okay, das macht aber jetzt keinen Schaden. Oh, doch, das macht mir doch Schaden. Nevermind. So, als hätte es keinen Schaden gemacht erst.
Oder habe ich wohl nur nicht richtig hingeguckt? Fuck. Ausweichen! Danke! Oh Gott! Fuck. Fuck. Was? Y? A? Was? Ich muss mehrere Tasten drücken. Ich dachte, ich muss beide gleichzeitig drücken. Das hat nicht funktioniert. Da habe ich X gedrückt, aus Versehen. Ja, jetzt bring mich doch um. Oh, oh. Nevermind. Nicht umbringen. Okay, doch umbringen. Ich nehme alles zurück. Aber hey, läuft gut bisher. Läuft gut bisher. Okay, man kann den echt anscheinend einfach nur umlaufen. Und das mit dem Abschießen der Waffen ist gar nicht, um sie irgendwie zurückzuschleudern, sondern nur, um sie halt abzublocken, was halt schneller geht als naja, das Ausweichen und so. Ansonsten ist das doch noch ein recht normaler Kampf hier gerade, der auch ganz gut funktioniert. Ist auch gar nicht so schwer. Eigentlich. Ich habe auch gerade noch ein kleines Medikit verwendet, hatte ich ja doch noch dabei, einen kleinen Verbandskasten. Zumindest den. Aber hey, ist gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm. War's das jetzt schon? Drei Schüsse? Ist das alles? Komm schon! Das war deine wahre Macht! Why? Come on! Mama! I didn't do anything bad! Why? Why are you doing this to me? It wasn't me! I didn't do anything! I know I'm gonna apologize in front of Anna, didn't I? I know I didn't reveal, but still... I didn't do anything wrong! You know who it was! He's the one who put me into all this! He's the one that gave me the wonderful present! And it filled me with confidence! And that was when I realized! I realized that I am blessed! York! No, you haven't! Right to hold on to it! You mean this? Why are you so concerned about this locket? I told you I'm the chosen one. Only the chosen one can own that locket. Ist das so? Ist das so? That's what you told me. Wer ist er? Wer ist er? Aber ist das gar nicht? Ist das eine Phase? Ist das eine Phase wirklich? Fuck. Okay. Oder so eine Ausweichphase gerade. Achso, ich muss jetzt. Jetzt muss ich das zurückschießen, oder wie? Ja, jetzt muss ich zurückschießen aus irgendeinem Grund. Okay, das war es also nur. Wow. Hätte ich mir das vorher gar nicht unbedingt. Ja, darüber Gedanken machen müssen. Wow, ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert, dass ich das so zurückgeschossen habe, aber ich nehme das einfach mal so an. Ist halt passiert. Klar, warum nicht? No. You're a first-degree murderer. And I'm a federal agent. George, of course you're going to lose. Das sieht nach einer ziemlich göttlichen Strafe aus, ha? Huh? Soll das für eine Pose sein? Na gut. Das war's dann wohl mit George. Aber von wem hat er da geredet? Wollt ihr mir etwa sagen, dass er gar nicht das wahre Mastermind war? Dun dun dun. Ja. Ganz war's das dann nämlich doch noch nicht. Spoiler in Anführungszeichen. Auch wenn das schon ein ziemlicher Final Boss war, ne? Ich meine, das war schon alles ziemlich dumm. Es war schon einfach ziemlich dumm. Und ich glaube, es wird noch ein bisschen dümmer tatsächlich. Aber wir haben auch noch einige Fragen offen. Also, einige Fragen. Wir wissen noch nicht, was es mit Zack auf sich hat zum Beispiel. Wie irgendwie unsere Backstory damit zusammenhängt. Das ist alles noch irgendwie ungewiss. Und ja, natürlich jetzt, von wem gerade George geredet hat.
wer denn wohl das wahre Mastermind jetzt ist, der ihn überhaupt erst angestiftet hat. Aber gut. Als erstes zurück in die Traumwelt, Episode 5. You will also be able to return back soon. Ist das so? Wohin zurückkehren? Wohin zurückkehren? Very soon you'll be able to go back. Okay, ja, okay, meinetwegen. Du sagst dasselbe, nur anders formuliert, meinetwegen. Okay, Anna. Du bist ein sehr, sehr tiefgründiger Charakter, weißt du das? Du bist ein sehr, sehr interessanter Charakter gewesen. Du hast mich so oft angelächelt. Sehr, sehr sympathisch. Okay, ich glaube, die wollten mich alle nur anlachen. Das, habe ich halt nicht so unbedingt nötig. Hi. Nett, euch kennenzulernen. Hi, du. Bist du Thomas? Hi, jedenfalls. Ich glaube, da ist Thomas. Wenn ich richtig hinguckt. Ja, hi. Ich will zwar auch nichts Spannendes sagen. Okay, ich dachte, vielleicht hätte zumindest er noch irgendwas Interessanteres zu sagen. Aber meine Eltern doch bestimmt. Hi, Daddy. Expect no praise. Ey. You did nothing but your duty. Was soll das denn heißen? Das war nicht meine Pflicht. Na gut, schon war mein Job, ne? Ja, okay, ich seh's ein. Ist in Ordnung. Mutter? Hast du noch irgendwas Spannenderes zu sagen? Francis, well done. Danke! Danke, Mama! I'm sure your father wants to congratulate you. Nein, ich glaube nicht. Leider nicht, leider nicht. Außer das ist gar nicht mein Vater. Dun, dun, dun. Ne, ich glaube nicht, dass das ist, was mir das Spiel gerade sagen wollte. Hallo? Habe ich gerade... Hallo? Muss ich das von der anderen Seite was holen? Ist das abgeschlossen? Liegt da hinten auf der anderen Seite jetzt ein Schlüssel? Ist das dein Ernstspiel? Verstehe ich das gerade richtig? Oder soll ich jetzt mit meinem Vater mal reden? Nee, ne? Expect. Okay, ja, nö. Hm. Muss ich jetzt mal mit allen reden? Oh, okay, ja, ich musste mir ganz kurz von allen das Lachen anhören. Wie schön. War sympathisch. Hätte ich halt sogar gemacht, wenn es jedes Mal da in Gelb gestanden hätte, das Reden. Weil Reden in Gelb heißt für mich für gewöhnlich, dass da dann irgendwas Neues oder irgendwas Interessantes ist. Aber ja, die haben ja auch nicht so was gesagt. Ist ja richtig. Deswegen dachte ich aber auch, dass ich nicht unbedingt mit denen reden muss. Na gut. Gehen wir jetzt endlich hier durch. Jetzt können wir zurückkehren. Doch wohin? Hierhin. Zu Emily und dem komischen Mann. I'm sorry, but ja. I can't allow you to go with your parents yet. There is still something you need to do. Open that envelope. Vielleicht noch einige Hinweise rum, die wir gefunden haben, so. Und ein Umschlag, wie er gesagt hat gerade. Wer bist du? There is still something you need. Aber das ist Harry dann wahrscheinlich schon, open ne? That envelope. Halt ohne Maske. Und ich weiß auch nicht, aber er hat halt ja auf jeden Fall diese Teile am Hals auch, die Harry hat. Was genau das bedeuten soll, kann ich mit dir noch? Ich kann akzeptieren, ja. Ich akzeptiere dich, Emily. Okay, dann halt nicht. Na los, Klein York. Ist die Weihnachten, einfach aufmachen. Was mag da bloß drin sein? Was siehst du? Ich sehe nur nicht so viel, was da drin ist. Also, ich sehe nur dich. Du kannst das auch einfach rausnehmen und musst nicht da dein Gesicht reinstecken erstmal. Also, okay. Vielleicht war das auch ein Tor in eine andere Welt. Zum Beispiel zurück in die Realität. Agent York, finally you're awake. How long have I been out? A whole day, plus 10 hours or so. I wanted to challenge you to a game, but you were asleep. Emily, which room is Emily in? Emily? What, she hurt too? She hasn't come into the hospital. What? I told Kaysen to bring her here. Kaysen? Well, Kaysen came. He's the one who brought you here. Which reminds me. He asked me to give you this. Aha. Langsam passt alles zusammen. Auch was wir gerade halt im Traum gesehen haben, vor allem. I don't know. He just asked me to hand it to you after you woke up. Anyway, you solved the case, right? Hey, do you want to play some chess? So
sorry. I'll have to take a rain check. I have an urgent issue I need to attend to, and I need to leave the hospital. Zack, I have a bad feeling about this. Ich auch. Tatsächlich. Emily war also nie hier. Tja. Was kann das bloß bedeuten? Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es eigentlich jetzt nicht, was es bedeuten kann, oder? Aber ich sag's mal trotzdem nicht, denn ich bin ja ein bisschen gemein. Ich geb's zu. Manchmal bin ich ein bisschen gemein, ja. Manchmal schon. Hm? Zombies, wirklich jetzt? Na gut, ich kann sie zumindest überfahren. Schlüssel von Case. Warum lag der Schlüssel so? Gut. Oder eine Karte, die mich zu Case führt. Oh Gott, ist das eine Karte, die ich... Jetzt braucht das Lied ein Dings, aber gut, ich will einfach nur dahin fahren. Wir fahren jetzt einfach hin. Direkt, ohne Umwege. Okay, ich glaube, wir sind dann gleich da. Da links irgendwo müsste es sein. Ja, ich sehe schon das grüne Leuchten. Jetzt ist weg, jetzt ist ein Haus im Weg. Da ist es wieder. Also, ist das jetzt Casens Haus? Wurdest du richtig verstanden? Wobei, das ist ja gut, kennst du Casen, wo der nicht hier? Ja, nevermind, Casen, es ist nicht Casens Haus, tut mir leid. Ich habe mal Casens Schlüssel bekommen, aber okay, es sollte nur heißen, dass es der Schlüssel ist, den wir von Casen bekommen haben. Ja, gut, ich nehme alles zurück, das war eine doofe Frage irgendwie. Tatsächlich. Aber hier wächst auch ein... George's House? Oh, das Haus von George, ah. Hier wächst jedenfalls auch ein schicker roter Baum, aber dann gibt's auch auf jeden Fall Sinn. Da gibt es auch auf jeden Fall Sinn. Also, was finden wir hier? Warum sollen wir hier nochmal hinkommen, ha? Nett. Alles zugenagelt. Wollte hier jemand ein Killing Game veranstalten oder was, ha? Verrückt. Ja, sonst ist hier irgendwie ziemlich leer, ne? Also. This is most strange, Zack. I thought this story was all over. But it looks like there's something else before we get to see the ending. Tatsächlich, das denkt ihr euch vielleicht auch gerade, nachdem ich es ja so angekündigt habe, als wäre George jetzt der finale Kampf und so und dann wäre alles vorbei, aber haha, doch nicht ganz. Aber wäre auch ein bisschen unbefriedigend gewesen. Also wir haben ja wirklich viele Antworten einfach nicht bekommen. Viele Sachen sind jetzt einfach so passiert. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht alles aufgeklärt, glaube ich. Also ich erinnere mich auch an vieles nicht mehr, aber ich glaube, es wird nicht alles aufgeklärt. Vieles dann vielleicht auch im zweiten Teil, der ja nie geplant war, ziemlich sicher, aber hey, whatever. Drunter schauen. Aber zum zweiten Teil, da komme ich dann am Ende nochmal zu, auf jeden Fall darüber zu reden ein bisschen. Was ist das hier? Achso, es ist wieder eine geheime Wand, die ich wieder schieben muss, anstatt sie zu öffnen. Hätte ich wieder gegenschmeißen können wie mit anderen Türen. Das war aber ein bisschen lustiger da, weil das wirklich aussah wie eine Tür und ich mir einfach dagegen geschmissen habe. Warum kann ich sie nicht öffnen? Verdammt nochmal! Musik. Kommt aus dem Keller. Hier hat er auch Drähte platziert. Wie beim zweiten Mord. Und alles vollgeschrieben. Und Fotos von Emily gesammelt. Ja. Super. Zack, it looks like George really had a thing for Emily. Echt? Echt, Jörg, echt, jetzt ist dein Fazit hier raus nicht. Oh, ich glaube, George war wirklich absolut geisteskrank. Ich meine, okay, das können wir uns jetzt mittlerweile auch schon denken, weil er, ne, und so, Morde begangen hat und so weiter und so fort. Wobei es ja auch anscheinend wirklich funktioniert, das Ganze, was er sich so vorgestellt hat, ne, mit dem unsterblich werden und so. Also okay, unsterblich nicht, er ist nicht unsterblich geworden, weil er ist jetzt tot, aber er hat auf jeden Fall Superkräfte bekommen. Kannst du bitte aufhören zu schieben? Wir sind fertig, danke. Trotzdem, warum ist dein Haus so komplett runtergekommen und leer und alles einfach? Und was ist da los? Meeting the mother is always a bad experience after killing the son. Woher weißt du, dass das seine Mutter ist? Aber gut, da gibt vielleicht Sinn, ne? Ich meine... Er hat sie ja schon ein bisschen gehasst. Ein bisschen.
Was Zach, willst du? Look. Ja, was denn jetzt? Das Symbol ist überall. Peace Mark. Das ist ein, ist das dein Ernst? Wow, okay, es war ein Baum. Oh, wie auch in den anderen Fällen. Es war immer jedes einzelne Mal so. Auch in den alten Fällen schon. Ja, das ist aber interessant, dass auch das Blut jedes Mal so fließt. Ja, roter Baum, ich weiß. Red Tree. Roter Baum. FK. In the coffee. Kaysen. Forest, wie Bäume. Come to the theater. Okay, warte, konnte ich lesen, leider. Das war komisch geschrieben. Aber ich meine, ich fand die durchwachsene Mutter schon irgendwie cool. Einfach so. Das wird sich der letzte Vorhang geben. Okay. Das sah jedenfalls ästhetisch ganz interessant aus, eigentlich. Die Leiche, fand ich jetzt. Aber das war vielleicht nicht so der Punkt hier hinter, den ich jetzt auch mitnehmen sollte. Roter Baum jedenfalls. Tja, das sollte uns FK von Anfang an sagen. Uns wurde einfach von Anfang an der Mörder verraten. 11037 sage ich dazu nur. Nur, dass es hier nicht ganz offensichtlich war, weil... Nein, schon, ne? Eigentlich, warum haben wir das nicht einfach angenommen von Anfang an? Beziehungsweise, okay, der wahre Mörder war es ja nicht. George war ja trotzdem der wahre Mörder noch. Na, hinter den Fällen, die wir hier untersucht haben, nur... Ja, FK ist wohl das größere Mastermind auch hinter anderen Morden in anderen Städten. Hinter allem hier. Mit seinen Setzlingen, die er verbreitet. Den roten Setzlingen. Und trotzdem hier den Ursprung alle haben wohl. Ja. Und jetzt, da kann ich es vielleicht auch mal sagen, weil mir ist es halt ganz deutlich eigentlich aufgefallen. Aber ich wollte es halt nicht ansprechen, weil es halt so offensichtlich wäre, dass ich das gewusst hätte und so weiter und so fort. Und das wäre für euch dann Spoiler gewesen. Aber in der einen Szene, die wir in der Vergangenheit hatten. Ich glaube, wir sind jetzt auch gerade wieder in der Vergangenheit. Ne? Also genau diesem Jahr hatten wir eine Szene, wo ja das komische Gas verteilt wurde und so. Wo wir kurz diesen Blick mit dem Militär auf den Uhrturm und so gesehen haben. Ich glaube, da stand Kaysen dabei. Ist mir aufgefallen. Da war jedenfalls ein dicker Typ, der ein Setzling neben sich hatte. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, aber mir halt diesmal erst damals nicht. Aber da wollte ich jetzt nicht ansprechen. Ja, das ist ja Kaysen. Was für ein Zufall. Was kann das bloß bedeuten? Und die drehen da auch alle ein bisschen durch, ne? Ja, stimmt. Das gab's nämlich auch noch. Das gab's nämlich auch noch. Ich war alles zurück, es gibt noch eine Gameplay-Mechanik. Wie greif ich nochmal an? So, ja, wie immer. Ganz schön langsam aber. Komm schon, schlag. Kannst du mich treffen? Ich weiß nicht, wie du dein krasser Axtmörder bist, wenn du nicht mal triffst. Episode 6. Zack Morgan. Warum heißt die Episode Zack? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was es mit Zack auf sich hat. Das ist das Ding. Ich habe das wirklich alles vergessen, was das angeht. Ist das jetzt der wahre Zack gewesen? Wir hatten schon geklärt, was der war. Das war doch der Vater von Harry? Aber das würde auch Sinn ergeben, weil... Warte mal. Weil der Vater... ich meine, hier, Harry... hat ja auch die Zeile gesagt... von unserem Vater. Von dem Vater von York also. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Leute alle zusammenhängen sollen. Angeblich oder auch nicht angeblich. Ah, ich glaube, ich soll da hinten hin. Ich hätte einfach mal zum roten Fall direkt laufen sollen. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe nur Leute angegriffen. Und da zählt gerade was. Ach, warte mal. Es hat 13 Mal geschlagen. Das hatten wir das Thema, ne? 13 Mal schlägt es. Die Glocke. Das hatte Harry gezählt damals. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Zeitlimit oder so. Oh Gott, okay. Ich renne einfach mal in die Richtung von den Pfeilen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ist das jetzt der richtige Weg? Okay, ich habe das Gefühl, ich musste gar nicht in Richtung des Pfeils laufen. Kann sein, dass es einfach jetzt einen ganz, ganz großen Weg drumherum gibt, um den roten Zaun, um ihn jetzt mal so zu bezeichnen. Bescheuert, aber nehme ich an. Ja, okay, jetzt geht's einfach drumherum. Wow, Spiel. Also, gut, vielleicht war ich direkt von Anfang an dann dabei, in die richtige Richtung zu laufen und habe mich dann einfach nur umentschieden, weil ich dachte, dass ich dem Ziel mal folgen sollte.
war dann vielleicht nicht die klügste Entscheidung, hätte einfach meiner Intuition vertrauen sollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Ist es doch nicht weiter? Wait, what? Wait, what? Das ist ja auch eine Verarsche gewesen. Kann ich das hier wegschlagen mit meiner Axt? Okay, nein, so stark bin ich da vielleicht doch nicht. Besser? Okay, doch, die kann ich vielleicht weg. Bitte? Du bist der krasse Axtmann, du kannst doch jetzt nicht von irgendwelchen Fässern hier aufhalten lassen. Oh Gott, was ist das denn hier? Ja, 8. Ich bin schon bei 8. Ich glaube, ich kann das nicht mehr schaffen. Ich glaube, ich habe schon verloren einfach. Aber ich kann den Zaun nicht anschlagen, oder? Ja, da ist aber auch noch Holz hinter. Hier? Ja, okay. Wow. Und ich versuche, die doofen Fässer wegzuschlagen. Ich versuche einfach nur, die doofen Fässer da wegzuschlagen. Ja, ich glaube, ich hätte die ganzen Zivilisten einfach in Ruhe lassen sollen. Das war wirklich unnütz. Okay, okay, okay. Ich muss anscheinend gar nicht bis zum Ende laufen. Das macht es ein bisschen einfacher. Ja, die 12. Oder war das aber jetzt das Ablaufen meines Zeitlimits? Ich habe noch bis 13 Zeit. Da kommen sie raus. Wie ist das, dass man das sagen soll? Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich kann auf jeden Fall noch weiter rennen einfach. Da kommen jetzt einfach nur ein paar Leute entgegen. Ah, jetzt habe ich ein Zeitlimit. Jetzt habe ich ein endgültiges Zeitlimit erst. Schnell! Ah, jetzt war wieder der Title-Screen-Soundtrack. Da fand ich den anderen gerade noch passender. Ein bisschen atmosphärischer, ja, muss ich zugeben. Also, ich habe nicht ganz verstanden, warum es spielte. Eigentlich hat es nicht so gut gepasst. Aber es hat irgendwas gemacht. Es hat irgendwas mit der Szene gemacht. Irgendwie war es dann doch ganz nett insgesamt. Weiß ich nicht. Was genau das für Gefühle in mir ausgelöst hat und auch nicht, was für Gefühle es mir auslösen sollte. Ich bin mir da meistens nicht so, viel nicht so sicher. Soll ich gerade lachen? Soll ich das gerade traurig finden? Soll ich das gerade schockierend finden? Soll ich einfach nur lachen? Manchmal lache ich dann auch trotzdem, obwohl es wahrscheinlich nicht so gemeint war, aber hey. Ja, aber manchmal lache ich auch nicht, wenn es so gemeint war. Das ist das Ding in diesem Spiel. Man weiß es oft nicht. Man weiß es oft nicht und das verwirrt den Körper dann noch einfach ein bisschen. Und den Geist und alles. So, da bin ich doch. Ich hätte gar keinen Stress hier machen müssen. Der flackernde Himmel. Holy shit. Ja, ich sehe euch ganz genau, ich sehe euch ganz genau. Und den sehe ich auch ganz genau. Genau den meinte ich, ja. Habe ich schon vorher weggenommen, tut mir leid, aber es ist mir in der Katze aufgefallen. Ich wusste nicht, dass man es jetzt sieht. Ich habe noch keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt jetzt gerade. Also vor allem, weil mit Zack. Wie gesagt, weil es muss ja auch irgendwas noch mit Zack zu tun haben, alles. Oder zumindest irgendwie teilweise, genau. Jetzt bin ich mit York hier gelandet. Ja, und das sind tatsächlich die ganzen Bewohner noch. Oh wow, okay, das ist cool, das ist sehr, sehr cool. Daddy, toll. Mommy and Grandpa. Können die bitte auch Zombies sein? It's okay. Ja, die verhalten sich wohl komisch, da hast du wohl recht. Da habt ihr beide wohl recht. Was? Was war das denn jetzt? Ah, toll, die sind echt Zombies geworden, fuck! Ich wusste doch, Zwillinge sind böse. Tut auch noch so, als wären sie keine Zombies. Hm? Hol die Waffe raus. Was? Scheren? Verdammte Scheiße. Zack, the situation has gone way out of control. We need to get inside the theater. Was ist das eigentlich ein Theater? Das Community Center. Also, ich möchte ja nur so nennen, wie es ist, ne? Ich möchte ja nur so benennen, wie es ist. Being controlled by an unknown force. Fuck. Let's try not to hurt them if we can. Okay, ich wollte gerade wegschießen. Aber hast ja recht. Das hatte ich auch gerade schon. Das war gerade schon mein Fazit irgendwie eigentlich bei der Szene, in der ich den Mörder gespielt habe. Also den Vater von Harry, scheinbar ja. Okay, das war jetzt nicht, was ich erwartet hatte. Okay. Soll ich mich jetzt nochmal rasieren für die finale Szene? Komm, wir rasieren uns jetzt nochmal. Komm. Ich habe mich ja zwar schon ganz gut damit angefreundet eigentlich, aber muss ja jetzt auch nicht sein. Wir wollen ja zum Ende vielleicht nochmal vernünftig aussehen ein bisschen. Vielleicht gefällt es euch ja auch nicht so gut wie mir.
Weiß ja nicht, ne? Weiß ja nicht. Man weiß, ob es das, den Bartwuchs noch im zweiten Teil gibt. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht, aber... Man kann ja nie wissen. Soll ich mich noch irgendwie schlafen legen oder so? Ja, jetzt passt schon. Das sind echt alles unnötige Features. Das sind alles unnötige Features. Schlafen, das Stinken, das Rasieren, das Essen. Warum gibt es den ganzen Mist? Warum gibt es den ganzen Mist? Einfach so. Einfach so. Weil Sorry es wollte. Scheinbar. Ja, ich habe Angst, dass wir anfangen zu stinken. Ich ziehe mich nochmal um. Ja, allmählich beschmutzt. So. Hab doch echt keinen Bock mehr, jetzt gleich auf Fliegen zu treffen. Kann sein, dass das letzte Mal ist, dass wir uns noch, ja, hinlegen konnten und so. Ja. There is no turning back. You still want to enter? Ich hätte gerne Heilung, Leute. Ich hätte Spiel, ich hätte einfach gerne Heilung. Aber... In Ordnung, fahren Sie los. Very well. Off you go, Mr. York. So spricht Mr. Stewart. Denke ich? Tut er das? Vielleicht. And finally you arrive, York. George is dead. You've got nowhere left to run. George! Oh, right, George. He was a funny one. I gave him a toy locket, and he was so impressed, so moved. But he wasn't very intelligent. He was born in this town, you see, and it took him too long to discover the Red Sea. Binding down people's rules is a sign of small-mindedness, and that was what George represented in life. I'm taking Emily. Oh, but I can't allow that now, can I? York, you left her to me, in my care, remember? I told you to come with us, didn't I? You must remember that. But you didn't come. You chose your job over the woman that you love. Casey, this chit-chat is over. Over? Indeed it is. My fun with Emily ended just a moment ago. Uh-huh. It was a fantastic moment. Das glaube ich dir wohl, das glaube ich dir wohl. Like eating a full course dinner that ends with the ultimate dessert. I fed her a fake story about my past, and she took in every word. Cut out your nonsense. I told you, no more talk. Ich meine, wir sehen alle, wo das Bäumchen wächst, ne? Sehen wir doch, oder? Wir sehen das. Also, ich kann es bedenken. That's what makes little men create such great and amazing history. Just like tiny ants that make giant ant hills. Wait. Das sind keine Termiten, immerhin. Aber trotzdem, tut mir leid. You know, I just had dessert. I'm already der ultimative, das ultimative Mastermind einfach. No wonder why I keep failing at keeping a diet. Kaysen, stop. The next one will pierce you between your eyes. York. Emily, it's me. I'm here. Don't worry. Everything will be fine now. York? Is that you? Oh, God. York, I... Emily, no! That isn't me! York. Ich nehme das wirklich nicht als Kompliment an. York. Tut mir leid, aber tut mir leid. Ja. Emily! Holy fuck, danke, das hat's nicht noch ekliger gemacht oder so. Das ist wirklich nicht noch ekliger gemacht. Okay, so war's vorher schon eklig genug. Alles hiervon ist eklig genug. York,
I'm sorry, It's okay, Emily. Hurry, come over here. We need to get you to the hospital. I can't. I can't go to you. I've been soiled. No, that's not true. You have a heart that can't be soiled. No matter what happens to your body, you are still yourself. York, I... Yep. Oh, didn't I tell you? Getting these saplings to sprout requires a certain technique. Sind die alle so entstanden? What do you think? Artistic, isn't it? Holy shit. It's like a surrealistic painting. York, shoot me. Emily? Let me die. Please. York. Natürlich sie nicht erschießen. Ist das eine ernst gemeinte Frage?